Wir Männer haben ganz schön viele Probleme mit Körperbehaarung, ob Haare auf dem Rücken, Haare am Hinterteil oder aus der Nase. Aber das Gute ist, für fast alles gibt es eine richtig easy Lösung. Erstens, Augenbrauen. Muss man sich als Mann eigentlich die Augenbrauen machen? Die ganz klare Antwort ist ja. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich solche Bilder im Kopf. Und nein, Leute, so meine ich das nicht. Bei manchen Männern ist im höheren Alter Wildwuchs an den Augenbrauen angesagt oder auch eine Monobraue. Und Leute, das sieht wirklich unschön aus. Das muss nicht sein. Und wenn ich in diesem Zusammenhang über Augenbrauen machen spreche, dann meine ich natürlich, dass man keine Monobraue zulassen sollte und dementsprechend einfach die natürliche Form beibehalten sollte und dass das Ganze einfach nicht wuchern sollte, sondern dass man seine Augenbrauen einfach auf eine passende Länge runtertrimmen sollte. Denn die Augenbrauen geben deinem Gesicht nämlich eine gewisse Kontur und auch eine gewisse Form und dementsprechend sollst du die definitiv nicht außer Acht lassen. Und Leute, ganz ehrlich, das beste Ergebnis bekommt man dann, wenn man einfach nur seine Augenbrauen einfach ein bisschen runtertrimmt und das Ganze so natürlich wie möglich aussieht. Und Leute, bitte jetzt nicht einfach einen Barttrimmer nehmen und dann eure Augenbrauen runtertrimmen. Das kann tatsächlich nach hinten losgehen. Nehmt euch auf jeden Fall einen feinen Kamm dazu. Der sollte zwischen Augenbraue und Barttrimmer sein und dann könnt ihr eure Augenbrauen sanft und sicher runtertrimmen. Und wer möchte, kann dann noch einzelne Haare zum Finish einfach mit einer kleinen Pinzette dann wirklich aussupfen. Kommen wir jetzt zu einem Problem, was wir Männer ungefähr mit Ende 20, Anfang 30 irgendwann bekommen, und zwar die Nasenhaare. Nasenhaare gehören tatsächlich wohl zu den unbeliebtesten Körperbehaarungen überhaupt. Wenn sie nämlich so eine bestimmte Länge erreicht haben, dann fängt es in der Nase so ein bisschen an zu jucken und wenn sie dann irgendwann tatsächlich sogar herausgucken, Leute, das sieht alles andere als gepflegt aus. Aber Leute, jetzt aufgepasst, was ihr unter keinen Umständen machen solltet, einfach die Nasenhaare mit den Fingern herausziehen oder euch eine Pinzette nehmen und die Haare dann mit der Pinzette aus der Nase herausziehen. Das tut nicht nur total weh, sondern kann auch gefährlich werden. Das Herausziehen der Nasenhaare mit einer Pinzette oder mit den Fingern kann nämlich böse enden. Wenn man das nämlich macht, können zum Beispiel die Nasenschleimhäute geschädigt werden. Dann können unter Umständen Bakterien in die Blutbahn gelangen, was wiederum zu Infektionen führen kann. Und deshalb warnen davor auch die HNO-Ärzte. Also das bitte nicht machen. Es gibt eine viel bessere Lösung, denn die effektivste und einfachste Lösung ist tatsächlich hier an dieser Stelle ein Nasenhaartrimmer. Und das geht besonders gut mit dem Nasenhaartrimmer, der mir für das heutige Video zur Verfügung gestellt wurde, und zwar mit dem Panasonic ERGN 300. Der Panasonic ERGN 300 Nasenhaartrimmer mit Saugfunktion verfügt über qualitativ hochwertige doppelschneidige Klingen, hat einen leistungsstarken Motor, der Drehmoment des Motors ist um 300% höher im Vergleich zu vielen anderen Geräten und hat eine Vakuumfunktion für das hygienische Absaugen der Haare. Dank des äußeren Sicherheitskegels funktioniert das Trimmen der Nasenhaare übrigens komplett schmerzfrei und das Gerät kann unter fließendem Wasser ganz easy gereinigt werden, da die Haare ohne Entfernen des Schermesser ganz einfach herausgespült werden können. Das Ganze soll sich selbstverständlich auch für euch lohnen. Mit meinem Gutscheincode bekommt ihr 5 Euro Rabatt bei der Bestellung des Gerätes über mediamarkt.de oder saturn.de. Weitere Informationen zum Rabattcode und zur Laufzeit findet ihr unten in der Infobox. Das Problem mit den Nasenhaaren bekommen wir Männer früher oder später auch an den Ohren. Denn auch die Ohrenhaare können nämlich so eine Länge annehmen, die tatsächlich irgendwann richtig unschön aussieht. Und vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gesehen, man kann sich seine Ohrenhaare beim Barbier professionell abbrennen lassen. Klappt auch ganz gut, ja, aber meine ganz klare Empfehlung, minimiert die Gefahr und macht das ebenfalls mit dem Panasonic ERGN 300. Denn mit dem Gerät könnt ihr nicht nur eure Nasenhaare trimmen, sondern auch eure Ohrenhaare und das funktioniert genauso kinderleicht wie bei der Nase und dann besteht auch nicht die Gefahr, dass ihr euch in irgendeiner Form verletzt. Nächstes Problem, was wir Männer früher oder später bekommen, das Problem der Barthaare. Leute, ich habe schon unzählige Videos zu diesem Thema gemacht und könnt auch noch zigtausend weitere Videos zu diesem Thema Bart trimmen, Bart rasieren machen. Eins möchte ich euch an dieser Stelle aber nur mit auf den Weg geben. Wenn ihr euch dazu entscheidet, euch Bart wachsen zu lassen und Bart zu tragen, dann sollte der gut gezüchtete Bart nicht wie Wildwuchs aussehen, sondern haltet den Bart bitte in Shape. Es gibt ja wirklich unzählige verschiedene Bartstyles, egal welchen Bartstyle ihr persönlich favorisiert. Wenn ihr Bart tragt, bitte haltet ihn einfach gepflegt. Glücklicherweise gibt es ja auch passende Tools zum Trimmen und Stylen des Bartes und die habe ich euch logischerweise natürlich auch unten in der Box verlinkt. Vom nächsten Problem sind jetzt nicht alle Männer betroffen, aber immerhin ganz schön viele. Grüße gehen an dieser Stelle raus, auch an meine südländischen Freunde. Und zwar ist die Rede hier an dieser Stelle von Nacken- und Rückenhaare. Glücklicherweise habe ich persönlich jetzt nicht ganz so viel Last damit, aber es gibt genügend Männer, zumindest so viele, dass dafür wirklich spezielle Geräte entwickelt worden sind, damit man sich seine Nacken- und Rückenhaare ganz einfach und simpel selbst entfernen kann. Wahnsinn, oder? Kommen wir zum nächsten Problem, und zwar die Haare am Hinterteil, die A-Haare. Ja, Leute,
manchen Herrschaften wächst da tatsächlich eine richtige Tapete vom Rücken herunter bis ganz nach unten. Ich möchte gar nicht großartig was zu sagen, denn ich habe da schon genug zu gesagt. Falls ihr eine Lösung dazu sucht, Leute, ich verlinke euch hier an dieser Stelle ein passendes Video. Falls dir jetzt an dieser Stelle jemand einfällt, der an bestimmten Körperregionen Haare hat, die schon längst hätten getrimmt werden müssen, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Und Leute, denkt dran, der Deal mit Panasonic über Mediamarkt Saturn steht. Schaut dazu einfach unten in die Infobox rein. Und jetzt wünsche ich euch auf diesem Wege ganz viel Spaß beim Haare trimmen bzw. entfernen.